Hier präsentieren wir die 5 besten Kletterer im Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Durch die einfache Einstellung der richtigen Kopf- bzw. Helmgröße, die auch ganz einfach mit einem Rädchen am Hinterkopf während dem Tragen des Zodiac angepasst werden kann, passt er für fast jeden Kopf. Außerdem wird dadurch ermöglicht, dass man zwischendurch auch eine Mütze unter dem Kletterhelm tragen kann, ohne Druckstellen in Gefahr zu nehmen oder sich einen zweiten Kopfschutz kaufen und auf die Tour mitnehmen zu müssen. Bei Nummer 4, den Black Diamond Half Dome, gibt es in 2 verschiedenen Größen. Einmal für einen Kopfumfang von 52 bis 59 cm und einmal von 58 bis 63 cm. Die Verstellung ist durch die simple Handhabung durch ein Ratschen-Anstellsystem einfach durchzuführen und auch in steilerem Gelände gut möglich. Zudem müssen Sie den Kletterhelm zum Verstellen nicht einmal absetzen, sondern können direkt am Kopf die richtige Größe einstellen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, die Passform des Edeltit Zodiac, ist sehr gut. Er passt sich problemlos an Ihren Kopf an, erzeugt keine Druckstellen und gibt Ihnen durch seine Leichtigkeit ein Gefühl der Freiheit. Auch die Bewegungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Zudem wird Schwitzen durch die gute Belüftung des Kletterhelmes größtenteils unterbunden, wodurch das gute Tragegefühl zusätzlich noch verstärkt wird. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2, die Passform dieses Kletterhelmes ist im Normalfall sehr gut. Er drückt nirgends, ist belüftet und lässt sich der Größe Ihres Kopfes anpassen. Die Passform ist sehr wichtig. Wenn sich der Helm für Sie nicht angenehm und bequem anfühlt, ist er nicht der richtige für Sie. Die Verstellung erfolgt schnell und einfach durch ein Ratschensystem am hinteren unteren Teil des Kletterhelmes. Das können Sie auch problemlos einstellen, während Sie den Helm auf dem Kopf tragen. Und kommen in 1 unserer Liste. Er ist mehr der Kopfform von Frauen zugeschnitten, als andere, zumeist Herren- oder Unisex-Modelle. Zudem hat er an der Rückseite eine Aussparung, die speziell für Frauen mit längeren Haaren gedacht ist, um dort den Pferdeschwanz problemlos aus dem Helm hängen zu lassen. Zum einen die kleinere Version von 52 bis 58 cm und die größere Version mit einem Kopfumfang von 53 bis 63 cm. Dadurch stellt auch das spontane Tragen einer Mütze unter dem Helm kein Problem mehr dar, da er ganz einfach erweiterbar ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.